Hey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich Xarin hier am Start am Simpsons-Sonntag. Heute haben wir zwei Kommentare, bevor wir an unserer Ecke weiterarbeiten. Also ich habe ja im letzten Video hier schon etwas vorbereitet. Die meisten von euch oder ich glaube sogar jeder war von dieser Ecke überzeugt und fand die Idee ganz gut. Bin ich froh. Wir haben zwei Kommentare nachher, aber vorher müssen wir über etwas Kleines anderes sprechen. Wir haben nämlich, wieder so ein kleines Mini-Event. Das ist kein richtiges Update, aber wir können was machen. Das ist das links. Die Rommelwood Akademie kann man da freischalten. Sammle Schulmünzen und errichte deinen Rommelwood Akademie Campus. Hilf Lisa zu beweisen, dass sie es wirklich drauf hat. Natürlich unterstütze ich Lisa. Folge Skinner auf seinem Weg zur Erlösung. Aber wird er zu weit gehen? Beende alle Quests vor dem 28. März und bekomme komplett neue Inhalte. Die bekommen wir hier. Ich habe schon ein paar Sachen freigeschaltet. Das ist ganz, ganz schick. Nicht so komplett mein, wie soll ich das sagen, mein Setting. Aber die Preise sind relativ okay. Und man kann hier relativ schnell freischalten. Also, ich meine, es sieht jetzt nicht komplett hässlich aus. Aber bin nicht so der Fan von, wie soll ich das sagen, Militär, Akademie und so Kram. Aber trotzdem kann man bestimmt irgendwo schön einbauen, weil das Gebäude an sich sieht ja eigentlich ganz schick aus. Naja, gehen wir mal zu unserer Ecke und dann kommen wir als erstes zum Kommentar von Johnson. Er hat geschrieben, also ich finde deine Ideen immer der Hammer und dir muss es gefallen, was du baust und draus machst mit den Ecken. Ich hoffe, du hast das letzte Kommentar von mir gelesen. Wenn du mal in meiner Stadt bist in Simpsons und sie besucht, habe ich etwas für dich vorbereitet. Würde dich sicher freuen. Und die Weihnachtsbäume passen nicht zum Heideneckenprojekt, aber wie gesagt, ist dir überlassen und deine Idee, die zählt. Liebe Grüße, Johnson. Liebe Grüße auch an dich. Welche Weihnachtsbäume? Ach, die! Die Weihnachtsbäume, okay. Okay, dann hat er mich überzeugt und ich packe die Weihnachtsbäume weg. Ich weiß nicht, ich habe ja im letzten Video gefragt, passen die dahin, passen die nicht dahin? I don't know. Die war, auf jeden Fall war ich damit, also war ich bei denen ein bisschen unsicher. Bevor wir dann weiterlesen, also zum nächsten Kommentar kommen und dann an der Ecke weiterbauen, besuchen wir ganz kurz Johnsons Stadt, bevor ich das wieder vergesse. Und unsere Tiere brauchen Aufgaben. Ich gebe dir mal kurz Aufgaben, weil die Kinder sind alle bei dieser Rommelwood Akademie, also haben da die Aufgabe. Und die anderen Springfeeder sind alle bei einer Tagesaufgabe, wo die 8 Stunden irgendwas machen müssen. Naja, okay, gehen wir ganz kurz zu... Oh, wir sind hier. Gehen wir ganz kurz zu Johnson. Ich bin gespannt, was er für mich gebaut hat. Und dann lesen wir den nächsten Kommentar vor. So, okay, erstmal die Sachen einsammeln. Zack. Ich weiß nicht, wo er was gebaut hat für mich und was es genau ist. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall cool aus, ne? Mit diesem, vielleicht müsste ich mal an diesem Steg arbeiten. Das sieht mega aus. Wow, diese Oper und dann dieses... Wow, das dauert lange, die alle zu bauen, diese Stegabschnitte, aber ich sollte mich eigentlich mal daran setzen. Ich meine, ich habe Springfield Heights früher oder später dann auch auf die höchste Stufe gebracht, dann werde ich das hier wohl auch schaffen. Cool auch dieser kleine Zoo hier, ha? Huh? Wow, da hat er von diesem einen Springfield Heights Dings das da als Eingang genommen. Und hat dann die ganzen Tiere da eingesetzt. Nice. So, was hat er gebaut? Was hat er für mich gebaut? Oh, wir haben es gefunden. Das sieht so cool aus. Warte, ich gucke noch ganz kurz hier unten. Das ist seine Müllecke. Sieht auch cool aus. Wow, das sieht toll aus. Und dieser Schrein da, das hat er wirklich toll gebaut, ha? Wow, und dann das Haus da. Wow. Schöne, coole Idee. Wow, da hat er diese Box da, also diese Asia-Box. Also diese Glücksbox, X7, wow. Vielen, 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 vielen Dank. Das sieht mega aus. Da hat er auch das schön eingebaut, weil ich das ja nicht so schön finde. Wow, also bei mir, ich weiß nicht, wo ich das bei mir platzieren soll. Echt cool gemacht. Richtig cool. Nice, danke, danke. Ich warte mal ganz kurz, bis das Overlay weggeht, also bis diese Felder da weggehen. Dann wird das Thumbnail von dieser Folge. Vielleicht, mal sehen. Ich glaube aber schon. Aber das sieht cool aus. Das sieht mega aus. Naja, dann gehen wir ganz kurz zurück zu meiner Stadt. Wir wollen heute natürlich ein bisschen weiterbauen. Wir werden natürlich nicht fertig. Heaven ist kritisch und braucht sehr viel Deko. Aber wir lesen uns zuerst jetzt den Kommentar von Anna durch. Anna erst hat geschrieben, hey Heaven, baue doch die Zelte um den Baum mit einem Lagerfeuer. Welche Zelte? Irgendwelche Zelte. Zelte. Bau doch die Zelt. Oh, das Zelt.
Hier haben wir eins. Wir hatten noch ein Zelt, ha? Nein? Ich meine, wir hatten zwei Zelte. Dann ist das im Lager, glaube ich. Runter ist ein Zelt. Natur? Nein, bei Natur bestimmt nicht, oder? Wir suchen jetzt ganz kurz das Zelt, dann setze ich das dahin. Das ist eine gute Idee und dann lese ich den Kommentar weiter vor. Dekoration? Könnte sein, oder? Also manchmal ist es, eigentlich ist es nach dem Alphabet geordnet, aber irgendwie dann auch nicht wirklich, ja? Also, wir sind jetzt bei W und dann ist es jetzt vorbei und dann beginnt es wieder bei A. Also das meine ich damit. Die sind nach Kategorien geteilt und dann nach dem Alphabet und das ist ein bisschen verwirrend manchmal. Wir bauen aber ein Zelt und Zelt ist immer bei Z, glaube ich, aber ich weiß nicht genau, wie es heißt. Lass mich das Zelt finden. Gruselschuppen, Gruselzelt. Vielleicht können wir auch ein Gruselzelt nehmen einfach, oder? Weil ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch ein Heidenzelt haben. Oder heißt es Heidenzelt oder heißt es einfach nur Zelt? I don't know, wir werden es jetzt gleich herausfinden, weil ich denke, das ist die richtige Kategorie. Hier müsste es sein, wenn wir noch eins haben. Haben wir im letzten Video eins weggesetzt? Ich müsste... Oh, hier ist ein Zelt. Mittelalterzelt, das ist das Falsche. Wir bauen ein anderes Zelt. Oder sieht das Mittelalterzelt gut aus? Ich weiß nicht, bin verwirrt. Heaven. So, Riesenpilz. Hier sind die Flugzeugstrecke. Wenn der Name einfach nicht einfällt, die Landebahn beziehungsweise die Startstrecke. Können wir hier ein Zelt haben, please? Zelt, Weidenbaum. Ein Zelt. Heaven findet kein Zelt. No. Das heißt, wir haben kein Zelt mehr. Dann hatten wir nur eins davon. Aber dann nehmen wir ein anderes Zelt, ja? Dann hole ich mal ganz kurz das eine. Weiß nicht, wollen wir das Heidenzelt oder das andere Zelt? Wir hatten ja zwei zur Auswahl. Das eine müsste jetzt gleich hier kommen. Wir testen einfach mal beide. Ich glaube, so ein großes passt nicht. Wir haben einmal das Mittelalterzelt. Ja, ich setze das einfach mal hier hin. Platzieren. Und das andere war so das Gruselzelt, ne? Das ist dieses grüne. Bei G müsste hier, das ist das Gruselzelt. Welches passt besser? Was sagt ihr? Ich packe mal zwei sogar dahin. Ich lasse das mal und lese mal den Kommentar erstmal weiter vor. Bau doch die Zelte um den Baum mit einem Lagerfeuer und das Schild mit dem roten Banner, also quasi der Durchgang vor dem Zugang zur Mühle. Okay, also wir haben erstmal ein Lagerfeuer. Das ist ja das hier und dann brauchen wir jetzt noch ein Lagerfeuer. Lagerfeuer, wisst ihr was, wir kaufen ein Lagerfeuer, weil ich finde das sowieso nicht so schnell, oder? Eine Chance haben wir, das Lagerfeuer zu finden. Ist es bei Freizeit? Könnte sein, oder? Nö. Es war schon klar, dass das da nicht ist. Dann kaufen wir einfach ein neues Lagerfeuer. Wo ist denn das hier? Bei Natur. Dann gucke ich bei mir ganz kurz mal bei Natur. Das ist Dekoration. Natur. Da müsste hier ein Lagerfeuer sein, falls ich noch eins habe. Ich meine, ich habe nämlich viele eingesetzt, aber vielleicht ist noch eins da. Natur, Lagerfeuer, please. Lagerfeuer. Kein Lagerfeuer. Okay, dann kaufen wir uns einfach ein neues Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. So. Das passt dahin. Also sie hat geschrieben... Zelte um den Baum mit einem Lagerfeuer und das Schild mit dem roten Banner. Mit dem roten Banner. Wo habe ich das Schild mit dem roten Banner? Habe ich das weggesetzt? Oder meint sie? Ah, das hier. Das Schild mit dem roten Banner, das hier. Das hier, glaube ich. Das hier. Also quasi der Durchgang vor dem Zugang zur Mühle. Zur Mühle. Hiervor dann quasi. I don't know, ich bin mir unsicher, ob wir das da so davor setzen. Ich glaube, ich bleibe, also den einen Teil von ihrem Kommentar nehme ich. Vielleicht meint sie ja was anderes und ich bin zu doof gerade, um das zu verstehen. Aber ich glaube, ich bleibe dabei, dass das da vorne steht. Und dann müssen wir das alles nur so ein bisschen noch rüberschieben. Dann machen wir das einfach mal so. Zack. Und die Pilze werden natürlich weggesetzt. Ja, keine Panik, die bleiben da nicht alle in der Ecke stehen. Wir schieben jetzt das einfach alles ein bisschen weiter nach vorne. So, ich denke, 1, 2, so,
Und dann geht der Weg erstmal weg und dann kommt ein neuer Staubweg dahin. Aber vielen Dank für die Kommentare. Immer wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie ja sowieso alle durch. Ich habe momentan auch wieder Zeit, die zu beantworten. Shit, es geht nur ein Feld. Okay, dann gehen wir wieder ein Feld zurück. Ein Feld. So. Oder zwei. Dann sind wir wieder bei unserer alten Ecke. No. No, wartet. Dann muss ich das einfach eins weiterschieben. Dann müssen wir noch ein Feld weitergehen. So. Zack. So, ist mir jetzt egal, wenn wir dann da zu nah auf diesem Schafsding da sind, bei diesem Altar da. Das ist egal. Wir gehen jetzt da so weit rüber. Wow, so weit müssen wir rüber gehen. Okay. Egal, dann haben wir auf jeden Fall mehr Platz mit dem Baum. Ehrlich gesagt, wir können die Pilze alle jetzt ins Inventar stecken, weil wir sowieso die Pilze gleich da bei Natur haben. Dann finde ich die schnell und dann können wir die immer noch rausnehmen. Das dauert mir zu lange. Wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt so. Zack, alle ins Inventar. Perfekt. So, und dann können wir das jetzt hier so nach da schieben und so nach da. Ja, dann ist es besser. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Und dann müssen wir hier das ein bisschen organisieren. Also wir haben auf jeden Fall das Lagerfeuer hier oder diesen Kessel. Dann haben wir das Lagerfeuer. Haben wir ein Zelt, vielleicht nehme ich sogar alle. Ein Zelt so. Eins nach vorne. Den Banner so nach hier. Ein Zelt dann an dem und das so nach hier. So, ich denke, das ist okay, weil ist das falsch rum? Es hat irgendwie keinen wirklichen Eingang, so wie die anderen Zelte. Ich denke, das ist gut. Und hier oben, ich wünschte, wir hätten es vielleicht ein bisschen, also noch eine Fläche weiter nach rechts. Das wäre perfekt, dass wir noch so ein Feld weiter nach hinten gehen können, weil das ist ein bisschen nah aufeinander. Aber ich denke, es geht noch. Dann machen wir das so, ehrlich gesagt. Auch wenn es nur ein Feld ist, immerhin. Ja, ich denke, damit bin ich zufrieden. Und jetzt können wir schon mal ein bisschen anfangen mit ein bisschen Deko. Okay, also, die Bäume, die wir dann da alle reinsetzen, die kommen wahrscheinlich dann zum Schluss in der nächsten Folge oder so. Wir beginnen jetzt mit ein paar kleinen Extras, wie zum Beispiel eine Engelzecke, die, glaube ich, ganz gut hier reinpasst. Ich setze eine Engelzecke nach hier und vielleicht eine Engelzecke nach hier. Ich meine, es sind Heiden. Warum nicht Engel? Okay, Blumen auch später erst. Felsen, I don't know. Glaubt ihr, Felsen passen hier zu? Vielleicht ein Fels nach... mit dem Felsen bin ich mir unsicher, ob der dahin passt. Ich glaube eher nicht, weil das ist eher so dunkelgrünes Setting und dann so ein hellbrauner Felsen. Ich denke nicht, dass der da reinpasst. Ein Geisterbaum könnte hier hinpassen, weil ich meine, das ist der Altar, wo einer geopfert wird. Also vielleicht ist das der da hinten am Baum hing. Ja. Okay, hinterfragt nicht meine Ideen. Hecke. Yes. Große Pilze. Yes. Zaun, denke ich. Wir bauen zuerst mal den Zaun. Wo ist der Zaun? Der Zaun ist nicht hier. Der Zaun ist... Der ist hier. Auch wenn ich es immer noch verwirrend finde, dass da der Zaun angezeigt wird. Der Zaun wird nicht angezeigt, weil Heaven alle Zäune gekauft hat. Wir können aber direkt eine Bank kaufen. Eine Bank setzen wir vielleicht direkt hier vor, dass man sich davor setzen kann. Glaubt ihr, es passt, dass wir uns so hier davor hinsetzen? Ich glaube, das ist okay. Und da? So? Ja, ich denke, das ist okay. Wir lassen das erstmal so. Vielleicht gefällt es mir doch nicht. Wow, jetzt ist die Gruselstunde gerade aktiv. Seht ihr, da sind überall diese Teile und die leuchten. Und ja, da kommen so komische Ungeheuer raus. Hier bei diesem Kessel. Holy shit. Das ist immer nur bei einer bestimmten Zeit, glaube ich. Also ich glaube immer kurz bevor es... also kurz bevor eine Stunde voll wird oder so, passiert sowas. Ich glaube, ich setze die Bänke eher so nach hier, dass sie sich da mal ausruhen können, wenn die aus dem Zelt rausgehen. I don't know, ob das passt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich bin unzufrieden mit diesen Bänken.
vielleicht lieber doch hier vor, dass wir die da hinsetzen. Aber dann wäre es irgendwie doof mit dem... I don't know, ich lass mal eine Bank da, ja? Eine Bank kann da ruhig bleiben. Eine. Eine bleibt da. Die andere nehmen wir erstmal weg. Okay, suchen wir mal weiter. Wir wollten kaufen einen Zaun. Da wir alle Zäune aufgebraucht haben, müssen wir neue kaufen. Hier oben sind die bei dem hier. So, Zaun, 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 Zaun. Hier ist der Zaun. Wieso ist der Zaun nicht bei dem normalen Zaun? Ich meine, er gehört zwar zu unserem Promenadensteg. Aber es ist und bleibt ein verdammter Zaun. Also warum ist er nicht bei Zaun? Die Kategorien müsste, wenn ich da Einfluss hätte, würde ich die Kategorien ein bisschen verändern. No! No way! Komm schon! Ach, jedes Mal. Warte, vielleicht haben wir es ein Feld einfach zu weit. Wir setzen das jetzt anders hin. Zaun. So, ich glaube, das ist besser. Wir haben es einfach ein Feld zu weit nach hinten gesetzt, da eben. Und dann passt das. Ja, ich denke, das passt. Ja, sieht besser aus als eben. Und da oben können wir vielleicht irgendeine Blume später hinsetzen oder so. Also das machen wir. Und ich bin mir, wie gesagt, noch immer unsicher, ob wir das da stehen lassen sollen oder nicht. Ich denke aber schon. Ja, ich denke schon. Ich denke schon, das bleibt da. Das gefällt mir jetzt auch hier. Die Steine sind jetzt irgendwie doch rund. Also das gefällt mir hier, diese Baumecke. Perfekt. So, gucken wir weiter nach Deko. Ich glaube, das setzen wir eins nach da und das setzen wir eins nach da. Als wenn dieser Zentimeter was ausmacht. So, gucken wir weiter. Was haben wir noch hier? Bei Natur. Ne, wir waren bei Natur. Ja, wir waren bei Natur. Wir können Hecken können wir später reinsetzen. Pilze verteilen wir auch dann später. Oder sollen wir jetzt schon Pilze verteilen? Ja, die setzen wir später rein. Lieber erstmal so große Sachen, wie zum Beispiel so hier ein Gestrüpp. Oder ja, das ist so ein Gruseldingsbums. Die passen da gut rein. Eins noch in die Ecke da. Da vorne haben wir das. Dann geht das da nicht hin. Ich setze noch eins nach da. Und da oben... vielleicht eins nach hier. Wir können die ja immer wieder noch raussetzen. Und eins nach hier. Bei diesen Hühnern. Passt das da hin? I don't know. Ich setze lieber nach hier hinten, dass man es nicht so richtig sieht. Okay, haben wir die auch verteilt. Weiter geht's. Wie ich die einfach immer über von Event zu Event sammle und dann irgendwann später irgendwo einbaue. Aber so soll es ja auch sein. Wir haben sowieso nur noch eins davon übrig. Okay. Hohle Bäume passen ja nicht rein. Japanischer Ahornbaum. Wieso sieht man da nichts? Das ist ein cooler roter Baum, den wir vom letzten Event bekommen haben. Also das ist quasi der hier. Passt der da rein? Ich glaube, ein Baum so als Zeichen. Ja, das ist ein einziger Baum, der rot ist. Der gehört hier rein. Ich weiß noch nicht wo. Ich glaube, da unten ist eher so die dunklere Ecke und hier wird es dann so ein bisschen heller. Ich setze den nach hier. Ja, einen. Wir können den immer noch raussetzen, aber es soll so ein Statement sein. Der bleibt jetzt erstmal da. Keine Ahnung, warum der so verbuggt ist da gerade. Kangbusch, natürlich. Der passt da rein. Da setzen wir einen Kangbusch nach hier einfach mal. Sieht jetzt immer so ein bisschen komisch aus am Anfang, aber wenn dann die Bäume stehen, dann sieht es besser aus. Die brauche ich nicht. Kürbisfeld. I don't know. Maybe. Ein Kürbisfeld. Es soll nicht zu voll sein. Aber vielleicht passt ein Kürbisfeld. Ich denke, ein Kürbisfeld passt hier vorne hin. Ja. Also nicht so. Nicht so. Keine Sorge. Der kommt nach da und dann kommt das nach da. Oder? Nee, Kürbisfeld gefällt mir nicht. Kürbisfeld geht weg. So, weiter geht's. Wir gehen erstmal die Kategorie hier durch. Und dann überlege ich, ob ich doch schon die Bäume setzen will oder noch nicht. Die Pilze. Die Bäume kommen in der nächsten Folge auf jeden Fall. Die Steine passen nicht. Die Sträucher können wir auch später reinsetzen. Toter Baum könnten wir noch verteilen. Weidenbaum.
Sollen wir einen Weidenbaum? Ich setze mal einen Weidenbaum nach hier, der passt irgendwie dazu. Weiß auch nicht warum. Ein Weidenbaum? Noch ein Weidenbaum? Noch ein Weidenbaum? Setzen einfach ein paar Weidenbäume. Einfach so neue Bäume, die wir noch nirgendwo haben. Ich denke, das ist ganz okay. Noch ein Weidenbaum. Hier vielleicht ein Weidenbaum. Und da kein Weidenbaum, den setzen wir jetzt woanders hin. Und das. Okay, das reicht erstmal mit Weidenbäumen. Wenn ihr euch wundert, warum da Geld gerade ausgegeben wurde. Wir hatten nur zwei im Inventar. Ein oder zwei. Und die anderen wurden dann einfach direkt aus dem Shop gekauft. Finde ich gut, dass sie das eingestellt haben, dass das direkt dann automatisch passiert. So, okay. Und ansonsten, wir müssen zurück zu unserem Inventar. Haben wir noch irgendwas, das wir einbauen wollen? Ich weiß es nicht. Die kahlen Bäume werde ich, glaube ich, noch verteilen. Tote Bäume. So, tote Bäume sind dann eher hier. Da kommt ein toter Baum hin. Da kommt ein toter Baum hin. Um den Kreis kommen nachher so später noch so andere Bäume. Aber das machen wir dann demnächst im Video. Toter Baum kommt noch nach hier. Neben dem Zelt vielleicht noch ein toter Baum. Hier vorne noch ein toter Baum. Hier vielleicht ein toter Baum. Und hier ein toter Baum. Und hier ein toter Baum. So, dann sind wir erstmal durch, denke ich. So sieht es jetzt weiterhin aus. Ich glaube, oh, da vorne müssen noch tote Bäume hin. Ich bin bisher zufrieden. Nächste Folge, wenn kein großes Update kommt und so, werden wir dann... Sollen wir einen hiervon einsetzen? Oh, I don't know. I don't know. Ich setze mal einen da rein. Na. Die Augen leuchten mir zu sehr. Die lenken von diesem Steinkreis ab. Nächste Folge, wenn, wie gesagt, kein großes Update kommt oder so, werden wir natürlich weiterbauen. Und dann werden wir die letzten Bäume reinsetzen. Und wir, also die großen Bäume, also Tannen und so dunkle Bäume. Und dann werden wir die Pilze verteilen. Und dann machen wir noch zum Schluss so ein bisschen, naja, Blumen und Löwenmäulchen, wie immer. Also so quasi so die letzte Feinarbeit. Ich freue mich drauf. Bisher bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Und ich bin auch froh, dass wir dieses eine Dingsbums da weggemacht haben. Diese Tannenbäume, die passten nicht dahin. Ja, sieht gut aus. Mir gefällt es bisher. Wir arbeiten an dem Rest. Der kommt eins nach vorne. Und dann wird es bestimmt demnächst gut aussehen. Wenn ich denn zufrieden bin. Bin ich bestimmt. So. Okay, da vorne kommt noch was hin, aber das später. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Simpsons-Video wiedersehen. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.